Kayotsargasana ist die Stellung des Sterbens, die Stellung des Ablegens des Körpers, die Stellung, alle von allem loszulassen. Kayotsarga spielt gerade im Jainismus eine besondere Rolle. Und Kayotsarga ist eine innere Einstellung. Es gibt zwei verschiedene Stellungen, die als Kayotsargasana bezeichnet werden. Zum einen ist es die stehende Haltung. Stelle dich so hin, dass die Füße etwa 10 cm weit auseinander sind. Manchmal wird sogar gesagt, 10 cm weit sollen die Zehen auseinander sein und die Fersen 5 cm auseinander. Dann lasse die Arme ganz locker hinunterhängen. Dann halte die Augen entweder geschlossen oder halte sie offen, schaue in die Weite, ohne etwas Bestimmtes anzuschauen. Bringe dann deine ganze Bewusstheit in die Herzensregion und wiederhole ein Mantra und vergiss das ganze Körperbewusstsein. So bist du in Kayotsargasana, die Stellung, wo du dein Körperbewusstsein transzendierst. Interessant ist, dass hier also eine Meditationshaltung im Stehen ist. Und ich kann es dir empfehlen, wenn du mal in der Natur bist, dann halte einfach mal die Meditationshaltung im Stehen 10, 15 Minuten ein und spüre dabei vom Herzen. Die Erfahrung kann dort sehr tief gehen. Eine weitere Stellung, die als Kayotsargasana bezeichnet werden kann, ist einfach die Tiefenentspannungslage, Shavasana. Dazu lege dich auf den Rücken. Shava heißt ja auch Leiche. Und so ist Kayotsarga so etwas Ähnliches wie Shava. Du verlässt deinen Körper. Mehr zur tiefen Entspannungshaltung findest du unter dem Begriff Tiefenentspannung oder Shavasana in der Yoga-Vidya-App oder auf www.yoga-vidya.de.